Hallo, hier ist Christoph von der Android User und wir wollen euch noch ein Feature von Android Jelly Bean, also Android 4.1, zeigen, was bislang noch nicht sonderlich bekannt ist. Und zwar wurde im normalen Android-Browser, also nicht in Chrome, sondern im normalen Android-Browser, der Schnellsteuerungsmodus überarbeitet. Und zwar hat er den Vorteil, dass ihr immer ein Vollbild habt und dass ihr verschiedene Funktionen immer im Griff habt. Das Ganze könnt ihr in den Einstellungen, in den Labs aktivieren. Da habt ihr dann hier einen Haken bei der Schnellsteuerung. Dann gehen wir zurück. Und dadurch ist hier oben schon mal die URL-Zeile verschwunden, sodass einfach mehr Platz hier auf dem Bildschirm ist. Wenn ihr jetzt irgendwelche Bedienelemente braucht, könnt ihr hier einfach von der Seite reinfahren und habt dann hier direkt alles Mögliche an Funktionen. Also ist egal, wo er ranfährt. Ihr könnt hier, was auch immer, welche Seite ihr auch be oder welche Seite ihr bevorzugt. Neu an dem Ganzen ist jetzt erstmal die Animation, dass dieser Fächer halt jetzt einfach schön ausklappt. Und dann habt ihr zum Beispiel hier Zugriff auf eure aktiven Tabs. Ja, und dann gehen wir wieder hier zurück. Ihr habt hier Zugriff auf den Desktop-Modus, also dass hier Webseiten angezeigt werden, wie als auf einem normalen PC und nicht irgendeine mobile Variante. Ihr könnt zurück, vorwärts oder ja auch alles Mögliche, was ihr halt sonst braucht. Wenn ihr hier rüber geht, habt ihr dann die Adresszeile, sodass ihr eine neue URL eingeben könnt. Das habt ihr also über diesen Browser, über den ja, Globus hier. Links unten noch Zugriff auf eure Bookmarks oder die Favoriten oder die Historie. Also ist eigentlich sehr praktisch, wenn man mit dem mobilen Browser viel arbeitet. Ja, viel Spaß und weiterhin einen schönen Tag. Tschüss!